In der Ökoakustik ist es ja so, dass alles, was man in einer Klanglandschaft, in einem Soundscape hört, eben auch tatsächlich ökologische Bedeutung hat. Man kann das eigentlich ganz grundsätzlich in drei Gruppen unterteilen. Das sind die sogenannten Biophonien, das sind die Geräusche der belebten Natur, eben Geräusche von Tieren, Vogelgezwitscher gehört dazu. Dann gibt es die Geophonien, etwas, was man hier hört, zum Beispiel ist das Rauschen des Flusses unter dem Tal, das ist eine typische Geophonie, aber eben auch Wetter, also Wind und Regen sind Geophonien, Geräusche der unbelebten Natur sozusagen. Und dann gibt es die Anthropophonien, das sind dann die Geräusche von uns Menschen, insbesondere Lärm, den wir verursachen. Und jetzt, wenn man diese drei Gruppen nimmt, dann ist vor allem für uns interessant zu sehen, wie interagieren die miteinander. 75%, super. Wenn es darum geht, ökologische Bedeutungen herauszuhören aus einer Klanglandschaft, dann geht es natürlich vor allem eben auch um Interaktionen halt zwischen klimatischen Bedingungen und dem Leben draußen. Also das heißt, wir messen ja überall auch die mikroklimatischen Parameter, also das ist die Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und barometrische Druck. Interessant sind da Tagesverläufe beispielsweise, also wie verändern sich die Geräusche durch den Tag im Zusammenhang mit den mikroklimatischen Bedingungen. Das ist etwas, was mich hier sehr interessiert. Dann aber auch durch die Jahreszeiten. Also das sind alles Dinge, die ich vor allem hinsichtlich eines Parameters untersuchen möchte, nämlich der Biodiversität. Also was ich mit meinen Aufnahmegeräten hier mache, ist, ich nehme in Intervallen kleine Stückchen, eben eine Minute pro Stunde auf und diese Audiofiles, diese Aufnahmen untersuche ich auf die Vielfalt an Geräuschen, die darin sind. Das hat auch Tiere im Boden, sehr kleine Tiere, die Bodenfauna, also wir hören nicht alle, nicht die ganz kleinen, aber die Meso- bis Makrofauna, also alles, was größer als eine Milbe ist, das hören wir, weil der Verstärker, der hier am Bodenmikrofon dran ist, der verstärkt das um den Faktor 100. Also man hört dann eigentlich die Sachen extrem verstärkt. Man spricht hier von akustischer Komplexität. Und die akustische Komplexität, die widerspiegelt die biologische Vielfalt eigentlich. Dann gibt mir das Anhaltspunkte, wie hoch die Biodiversität an einem spezifischen Ort ist. Und da wir jetzt drei Rekorder hier in der Landschaft verteilt haben, ist natürlich von Interesse, unterscheiden Sie die Orte sich in ihrer Biodiversität? Da geht es vor allem um Exposition und das ist eigentlich das Spezifische an alpinen Ökosystemen. Also wie ein Berghang exponiert ist, vor allem gegenüber der Sonne. Was mich auch interessiert, zu schauen, die drei Standorte, die wir jetzt hier im Südhang, Nordhang, unten beim Fluss im Tal, inwiefern die sich dann eben tatsächlich akustisch unterscheiden, aber eben auch mikroklimatisch. So, sind wir gespannt. Vielleicht mal jetzt runter in die Schlucht, in die Rabiusa-Schlucht, schauen, was sich dort tut. Jetzt schauen wir mal in den Boden hier. Das ist so ein Moosboden in einem Fichtenwald, da tut sich sicher etwas. Ja, da sieht man schon sehr viel mehr Geräusche. Speziell hier tut sich etwas, da ist jemand am Rumfuhrwerken und Nahrung suchen. Das sind halt wirklich auch Informationen, die man gut analysieren kann. Also die akustische Signatur dieses Bodentiers, das hier in der Nähe des Sensors sich bewegt. Ja, eben das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst in meiner Arbeit ist ja wirklich so, dass ich eigentlich versuche, diese zwei Hintergründe auch sehr bewusst zu vermischen. Also in meinen Projekten mache ich meistens beides zur gleichen Zeit. Also ich untersuche Phänomene und Prozesse in der Natur wissenschaftlich, aber mich interessieren eben auch die ästhetischen Qualitäten, die dabei entstehen. Also wie erfahre ich etwas, ist eine zentrale Frage, aber wie kann ich das eben auch vermitteln? Also wie entsteht daraus ein Kunstwerk, das eben tatsächlich etwas, was mich in dieser Landschaft zum Beispiel interessiert, eben auch zeigt? Der künstlerische Teil aber, der benutzt vor allem die Aufnahmen, also Aufnahmen, akustische Aufnahmen in der Landschaft, aber eben auch Messungen der Mikroklimata. Also das heißt, überall, wo ein Rekorder montiert ist, werden diese Messungen verwendet, um Klänge zu steuern. Also man hört nicht nur in der Installation, dann an der Biennale, nicht nur Umweltaufnahmen der verschiedenen Standorte und Expositionen, sondern eben auch synthetische Klänge, die gesteuert werden von
Temperaturen, Luftfeuchtigkeit beispielsweise an den einzelnen Standorten. Ja, das wäre jetzt die Idee, dass wir dieses Baumhaus, diesen Horchposten hier im Wald aufstellen. Also natürlich eben auch nachhaltig konstruiert aus lokalem Holz. Man kann Kopfhörer anziehen und die haben sogenannte Head-Tracking-Funktion. Also das heißt, wenn man den Kopf dreht, dann hört man den entsprechenden Ort im Tal. Das ist eigentlich die Idee, oder? Was mich ja jetzt besonders interessiert in diesem Projekt im Aklatobel sind ja Texturen im Allgemeinen. Also jetzt nicht nur die klangliche Textur, also wie eine Soundscape beschaffen ist, eine Klanglandschaft, sondern eben auch, wie können visuelle Texturen aus dieser Arbeit heraus entstehen. Das sind ja mehrere Arbeitsschritte. Also ich nehme eine Aufnahme, generiere davon ein Spektrogramm, also eine visuelle Darstellung dieser Aufnahme. Also eben hier hat es jetzt sehr wenig Geräusch, das sind Vogellaute, aber also wir brauchen jetzt die mal. Schauen, was wir damit machen können mit dem Plotter. Ein Screenshot. Das Spektrogramm ist dann gleichzeitig die Vorlage für den Zeichenroboter. Also der nimmt die Graustufen dieses Bildes und versucht das mit Linien umzusetzen. Und das ist etwas, was ich sehr mag in Zusammenarbeit mit dieser Maschine, die dann halt wirklich so dieses Zeichenpalette eigentlich aufführt und Muster kreiert, die auch ein Stück weit unerwartet sind. Dann bekommt das wie eine zusätzliche imaginäre Qualität. Eben man hat das Gefühl, man schaut ein Bodenprofil an und sieht die Wurzeln von Pflanzen drin zum Beispiel. Also da kommen imaginäre Dinge dazu. Und ich glaube, das ist dann halt wirklich eben auch die künstlerische Forschung im Ganzen. Also neben der naturwissenschaftlichen Forschung interessiert mich natürlich immer auch, was kann ich mit diesem Material künstlerisch anstellen? Was passiert, wenn ich es übersetzen lasse, jetzt hier durch diese Maschine? Welche ästhetischen Qualitäten entstehen dabei? Jetzt nicht nur eben das Akustische, sondern eben auch das Visuelle ist mir in dieser Forschungsarbeit sehr wichtig. Bei den Fotografien ist es ja so, dass die Bildkamera insbesondere nach schlecht aufgelöste Bilder macht. Und diese königen Bilder ist eigentlich die Ästhetik, die mich dann interessiert. Da geht es vor allem darum, halt das Thema, an dem ich arbeite, auch auf eine emotionale oder ästhetische Art und Weise eben zu erschließen. Ja, jetzt hier genau eben entsteht diese Königheit, das ist ein Bild irgendwie in der Dämmerung, das schon mit Infrarot dann ausgelöst wird. Tiere, die sich natürlich auch bewegen. Natürlich eben durch diese Infrarotblitze entsteht halt wirklich auch etwas sehr Grafisches oder Fotografisches. Diese überbelichtete Fläche quasi strahlt dann. Eine ganz andere Körperlichkeit auch entsteht. Nebel plötzlich raufkommt. Eines meiner Lieblingsbilder hier. Sobald sich etwas bewegt, gibt es eben diese Bilder. Und dann natürlich eben manchmal hat es wirklich diese Qualitäten auch von Kunstwerken, die man aus der Kunstgeschichte kennt. Caspar David Friedrich, Kreidefelsen und so. Hier ist das Tier, das quasi ins Tal runterschaut. Wichtiges Element, egal was ich mache, wenn ich musikalisch komponiere, genauso wie wenn ich Kunstwerke herstelle. Das sieht zwar alles sehr formal, sehr kontrolliert aus, aber die wirklich ästhetisch wichtigen Momente oder die Momente der Schönheit, die entstehen oft aus dem Zufall. Also, und das wäre auch mein Anspruch an meine Kunstwerke, dass sie mich eben auch immer wieder überraschen oder meine Methoden, die ich anwende, eben für diese Überraschung sorgen.